Der Tesafilm. Heute mache ich mal ein kleines Tutorial über die Nutzung von Tesafilm im Junk Journal Bereich natürlich. Jetzt nicht so allgemein. Also, man klebt sich einfach erstmal welche auf. Die einfachste Methode ist natürlich mit sowas wie Alkoholink. In der Farbe Butterscotch hier zum Beispiel. Diesen Streifen einzufärben und dann trocknen zu lassen. Man kann das dann benutzen in kleinen abgerissenen Portionen. Ich schneide den auch meistens in der Mitte durch. Und dann kann man ihn eben schön auf irgendwas draufkleben. Zum Beispiel kann man hier so Fotos damit veredelt oder so. Veredelt ist gut gesagt, ja. Man kann das einfach mitten irgendwo reinkleben. Das sieht immer irgendwie schön aus, weil es nochmal so einen Akzent gibt. Natürlich kann man auch anders damit arbeiten. Ich probiere das jetzt mal aus. Scotch Timber. Und färbe jetzt den Tesafilm einfach mal ein wenig so ein. Man sieht aber schon, das hat jetzt nicht so ganz so eine große Wirkung und es hält auch nicht ganz so gut. Also noch eine andere Methode mit einem Stift. Hier habe ich also zwei solche Alkoholmarker. Das sieht auch ganz gut aus. Jetzt allerdings relativ schnell hier wieder weg. Also male ich das mal doppelt. Der Effekt ist auch nicht schlecht. Wenn das so bleibt. Wir warten es mal ab. Jetzt hat mich auch interessiert, kann ich auch auf diese Tesafilme irgendwas stempeln? Geht das vielleicht? Das probiere ich jetzt auch einfach mal aus. Dazu nehme ich jetzt mal hier Tim Holtz Collection Eccentric CMS 448. Hier gibt es nämlich viele kleine Zahlen und so. Dann nehme ich mir jetzt mal irgendwas raus. Zum Beispiel, das sieht doch vielleicht ganz lustig aus. Und dann vielleicht noch etwas Rundes. Na gut, das fällt schon ab, das Runde, aber ich möchte gerne das andere Runde haben. Das geht irgendwie nicht richtig raus. So jetzt.
mit Archival Ink mache ich das natürlich. Okay, das sieht jetzt etwas verschwommen aus. Ist ja auch logisch, weil das so ein bisschen auf der Folie hin und her rutscht. Ja. Trotzdem ist es eigentlich ganz nett. Ich probiere jetzt auch noch mal ein bisschen weiße Acrylfarbe. Schnell ausspülen. Natürlich gibt es auch noch die Möglichkeit, dieses tolle Malerkrepp zu benutzen. Ich klebe das mal so zusammen, dann habe ich hier eine etwas größere Fläche. Und auch das kann ich natürlich irgendwie bestempeln. Ich mache noch ein drittes hin. Wirkt anders als auf Papier. Sprich, wesentlich heller ist dieser Abdruck, selbst wenn man viel Tinte nimmt. Ja, super. Hier mache ich immer meinen Stempel sauber, indem ich das einfach auf so einem Schmierpapier abstempel. Druck wird hier so ein bisschen verwaschen. Ja, was kann ich denn noch mit diesem Teil da machen? Ich experimentiere mal und
male auch hier mal mit dem Alkoholmarker rum. Gucke mal, wie das hier wird. Verschiedene Farben. Leather Brown, Lederbraun steht hier drauf. Sieht irgendwie eher aus wie Gesichtsorange, aber jetzt warten wir mal, wie sich das verhält, bevor ich da quasi alles mit anmale. Ich würde aber auch noch mal versuchen, hier mit Oxide da reinzugehen und zu gucken, wie sich das verhält. Ja, wenn man direkt an die Stempelabdrucke kommt, dann wischen die sich etwas und gehen wieder weg sozusagen. Also vielleicht wäre es auch eine gute Methode, das zu versiegeln. Einerseits habe ich hier Matt Medium. Das kann ich ja mal ausprobieren. Wenn noch was rauskommt. Also ein bisschen kommt noch. Aber ich habe auch Translucent Texture Paste. Das kann ich natürlich auch mal versuchen. Ganz interessant, dass hier die Stempelabdrücke nicht so extrem verwischen. Dann nehme ich mal einen anderen Pinsel, um hier das Matt Medium zu verstreichen. Also auch das geht relativ gut. Jetzt, wenn man natürlich doll drückt und rubbelt, klar, dann geht das ein bisschen ab, aber ansonsten geht das eigentlich relativ gut. So. Das lasse ich jetzt noch mal wieder trocknen. Ja, wenn das jetzt getrocknet ist, sieht so aus, können wir es ja noch mal versuchen. Mit immer diese Deckel, dem weiteren Einfärben. Ja, das geht natürlich sehr gut. Jetzt im Vergleich gesehen, zu vorher, wo das dann total verwischt ist, verwischt sich das jetzt nicht mehr. Gucken, welche Farbe jetzt mir am besten gefällt. Ich habe jetzt hier Scotch Timber, dieses dunklere. Dann habe ich Walnut Stain.
Und jetzt möchte ich aber auch noch mal ein Vintage-Foto. Das ist jetzt allerdings die Ink. Oder aber auch Ink Ground Espresso. Das ist noch mal dunkler. Ja, man muss sich dann entscheiden, was einem am besten gefällt. Ich glaube, mir gefällt Walnut Stain am besten. Dann hier die Ecken auch noch mal damit. Hier war es anscheinend noch nicht ganz trocken, weil da gab es noch eine kleine Oxide-Reaktion in das Grünliche hinein. Man kann das ja durchaus auch noch mal ausprobieren und einfach noch ein klein wenig Wassertropfen da drauf fallen lassen. Mal gucken, was dann passiert. Ob das da irgendwie noch reagiert. Sieht jetzt auf alle Fälle noch etwas gealterter aus. Mal gucken, was ist, wenn ich das so ein bisschen abtupfe. Ah, dann geht tatsächlich alles wieder ab. Das ist ja eigentlich nicht das, was wir wollen. Weil es ja auch versiegelt ist, logisch. Das sitzt ja nur so da oben drauf. Also lassen wir das doch mal trocknen. Oh, ein wenig Alkoholink. Macht das Ganze noch ein wenig fleckiger. Breitet sich also in dieser Wasserfläche gut aus, aber auch auf der Fläche, die eigentlich trocken war, breitet sich das enorm aus. Föhnen würde ich das jetzt nicht, weil das ja alles Klebstoff ist und deswegen sich dann verziehen würde. Ja, ich lasse es jetzt mal trocknen und später bringe ich das mal zum Einsatz. So, jetzt will ich die mal ausprobieren hier. Ich habe hier noch so ein paar Teile, die ich noch so ein bisschen verzieren möchte auf der einen Seite oder vielleicht auch hier noch dabei. Und dann nehme ich jetzt einfach mal hier diese schönen Tesa-Strips zum Beispiel und gucke dann einfach, wie das aussieht. Ja, ich finde, das hat was. Die kleine Ecke ist hier jetzt irgendwie umgebogen. Aber gut, das ist auch nicht so schlimm. Bisschen angepasst. Was übersteht. Ja. Das macht es auf alle Fälle ein bisschen netter. Schauen wir mal mit diesem hier.
Hier haben wir den sehr neutralen. Mal gucken, ob der überhaupt irgendwie was hergibt. Ich schneide den mal hier oben ab. Der ist schön einfach nur graubraun. Kann man ja auch gebrauchen, ne? Wenn man das mal irgendwie haben möchte. Dann nehme ich mal einen von diesen. Die sind natürlich so jetzt ein bisschen zu groß. Ich würde die einfach einmal teilen. Und dann kann man sie auch hier um die Ecke kleben. Vielleicht nicht gerade über das Label drüber, also über das Wachssiegel. Auf alle Fälle peppt das nochmal. Und jetzt versuche ich auch hier nochmal ein kleines. Streifen hier über das Foto zu machen. Es klebt relativ gut, aber es geht auch noch wieder ab, wenn es einem nicht gefällt. Ist jetzt eher hier hin. Weil ich sonst hier dann das Gesicht zu doll beschnitten hätte und dann sähe das irgendwie nicht mehr so gut aus. Aber jetzt habe ich hier noch diesen schönen Fleck. Das finde ich super. Ja, und diese ganz einfachen, nur mit Alkoholtinte, die sehen auch immer super aus. Die würde ich auf alle Fälle aber auch immer in der Mitte teilen, also längs. Weil sozusagen früher diese Tesas auch nicht so breit waren. Supi. Und den Rest, den hebe ich mir einfach für später auf. Bitte hier noch eine Ecke drauf machen. Ich finde, das hat immer was. Ja, als nächstes mache ich auch noch Experimente mit diesem milchigen Tesa. Also was so nicht ganz durchsichtig ist, sondern so eine leicht milchige Oberfläche hat. Das gibt es, glaube ich, von Scotch. Das besitze ich aber aktuell nicht. Deswegen muss ich erst mal gucken, wo ich das vielleicht herbekomme. Weil ich glaube, darauf kann man vielleicht auch noch ganz gut was schreiben oder so. Oder noch besser stempeln. Das würde ich auch gerne noch mal ausprobieren. Bis dann!